Hey, wir haben uns jetzt schon einige Videos zu Artikel 13 angeschaut. Wissenswert hat jetzt auch was hochgeladen. Mal schauen, was der zu sagen hat. Hey Leute, ja, es. Im Übrigen, ich bin ein bisschen sprachlos, weil man mir gerade einen richtig netten Kommentar geschrieben hat. Und deswegen, ich weiß nicht, wie ich reagieren soll. Sorry. Ist wieder soweit. Wir müssen heute wieder über Artikel 13 reden. Denn es hat sich viel getan. Vor kurzem sah es nämlich eigentlich noch so aus, dass Artikel 13 gar nicht durchkäme, weil es zu große Unstimmigkeiten zwischen den EU-Ländern gab. Laut Medienberichten waren 11 Länder plötzlich gegen den aktuellen Entwurf von Artikel 13, darunter auch Deutschland. Und das wegen zu großem Protest in der Bevölkerung. Doch nun gab es auf einmal eine Einigung und Artikel 13 soll plötzlich sogar noch einschränkender und vermutlich auch noch zerstörender werden, als er ohnehin schon war. Aber worum geht es jetzt eigentlich? Artikel 13 ist Teil einer neuen Urheberrechtsrichtlinie der EU und besagt im Kern, dass Plattformen für die Inhalte, die die Nutzer hochladen, haften müssen. Es Also auf jeden Fall finde ich das Video ziemlich gut bisher gemacht, ne? Also die geben sich immer richtig viel Mühe und die schneiden auch viel und so. Sowas muss man wirklich wertschätzen. sollen allerdings auch Ausnahmen dieser Haftung geben. Zum Beispiel, wenn eine Plattform von sich aus genug Maßnahmen gegen Urheberrechtsverstöße ergreift, wie etwa durch einen Upload-Filter. Also warum wird Artikel 13 jetzt noch schlimmer? Der tatsächliche Grund, warum Artikel 13 vor kurzem fast vor dem Ausstand, war scheinbar gar nicht der Protest der Öffentlichkeit, sondern lediglich Deutschland und Frankreichs Bedenken, dass kleine Unternehmen von der Regel ausgenommen werden, um junge Gründer zu schützen. Doch nun einigten sich Frankreich und Deutschland darauf, dass nur Unternehmen geschützt werden, die jünger als 3 Jahre sind, einen Jahresumsatz von weniger als 10 Millionen Euro haben und weniger als 5 Millionen Nutzer im Monat. So. Also, anders gesagt, YouTube ist auf jeden Fall von Artikel 13 betroffen. Sobald eine dieser Kriterien nicht erfüllt wird, muss die Plattform Upload-Filter einbauen. Und die sind enorm teuer. YouTubes Content-ID-System allein kostete über 100 Millionen Dollar zu entwickeln. Und selbst das System ist schon sehr fehleranfällig. Urheberrechte bei Bildern oder Texten zum Beispiel werden gar nicht erkannt. Wenn kleine Plattformen wie 9gag, Reddit und viele andere Filter entwickeln müssten, die Bilder und weiteres Material zuverlässig auf Urheberrechtsverletzungen untersuchen, könnten die Kosten enorm werden. Für viele dieser kleinen Plattformen, die einen Großteil des Internets ausmachen, wird es also ganz eng, wenn Artikel 13 durchkommt. Aber was ist eigentlich mit YouTube? Diese Frage lässt sich gerade nur sehr schwer beantworten. YouTube ist so gesehen bisher eigentlich die einzige Plattform, die überhaupt einen Upload-Filter hat. Also könnte es sein, dass das neue EU-Gesetz YouTube gar nicht so großartig verändern wird. Wenn man allerdings fordert, über Upload-Filter hinaus noch mehr Maßnahmen zu treffen, was durchaus sein kann, denn YouTubes Upload-Filter verhindert eigentlich kaum Urheberrechtsverletzungen, dann könnte es dazu kommen, dass YouTube europäische Nutzer bei bestimmten Inhalten geoblocken wird. Dann könnte man so als Internetnutzer in Europa YouTube nur noch sehr eingeschränkt benutzen. Doch wie YouTube nach Artikel 13 aussieht, hängt vor allem mit zwei Faktoren zusammen. Erstens, wie die Richtlinie am Ende genau formuliert sein wird. Reichen Upload-Filter aus oder muss YouTube jedes Copyright-Vergehen verhindern? Zwei Seien wir ehrlich, wenn Kapitel 13 in Kraft tritt, wird dieser Kanal dann wahrscheinlich nicht mehr bestehen. Denn ich reacte auf andere. Was soll ich erwarten? Zweitens kommt es nach Verabschiedung des Artikels auch darauf an, wie YouTube mit Artikel 13 umgeht. Ist man risikobereit und verändert nichts, wenn Artikel 13 in voller Härte kommt, oder beschränkt man zur Sicherheit sein Angebot in Europa? YouTube selber sagt schließlich, dass wenn Artikel 13 durchkäme, europäische Nutzer geblockt werden müssten, auch wenn einige dabei an Showing millions of videos existing in new ones could drastically limit the content that one can upload to the platform in Europe. Verdammt. Propaganda glauben, so ist es am Ende trotzdem YouTubes eigene Entscheidung, wie man sich verhält. Aber was kann man eigentlich dagegen tun?
Wenn man diese Veränderung nicht gutheißen sollte, kann man derzeit eigentlich nur eins machen: sich an seinen jeweiligen Europaabgeordneten wenden und diesem oder dieser eine E-Mail schreiben. Wie ihr herausfinden könnt, wer das bei euch ist, haben wir euch mal in den Kommentaren geschildert. In dieser E-Mail sollte man dann auch erklären, warum Artikel 13 negative Konsequenzen mit sich ziehen kann. Da Politiker ja schließlich auch gewählt werden wollen, ist es auch legitim, dass man sagt, dass man den Politiker so nicht wiederwählen würde bei der kommenden Europawahl, wenn er sich für Artikel 13 ausspricht. Denn selbst im Koalitionsvertrag von CDU und SPD steht, dass man gegen Uploadfilter ist. Timo Wölken, Mitglied des Europäischen Parlaments, sagt sogar, dass man sich auch offen per E-Mail an die Kanzlerin wenden kann. Merkel hatte in letzter Instanz zusammen mit Macron schließlich eingelenkt beim Thema Uploadfilter, so dass Artikel 13 nun doch auf der Zielgeraden ist. Und jetzt noch zu unserer persönlichen Meinung. Egal wie man zu Artikel 13 steht, auch aus objektiver Sicht erkennt man einfach, dass gerade viele entscheidende Details, die das Internet maßgeblich verändern würden, einfach übereifrig eingebaut werden, nur damit die Deadline, der 14. Februar, eingehalten werden kann. Wenn man bei der aktuellen Version, die einfach sehr unklar und schwammig formuliert ist, Bedenken zur Freiheit im Internet hat, sollte man sich jetzt dagegen aussprechen. Hey! Nur noch 5 Tage. Ich finde das Video richtig gut, also die Er hat sich ziemlich informiert und das Video ist auch gut geschnitten, da braucht man einem auch nichts vormachen. Wenn ihr mehr Reactions von mir sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Cringe und ciao.